Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendung, heute mal wieder von Doctor's Kitchen Talk. An meiner Seite Giorgia Tessaro und an meiner Seite Friederike Wiechel. Und ich freue mich, liebe Zuschauer, dass wir wieder für Sie heute ein ayurvedisches Rezept haben. Und zwar wissen Sie ja, im Ayurveda gilt der Grundgedanke, alle Krankheit beginnt im Darm, wie auch schon Hippokrates sagte. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie eigentlich der Darm mit dem Gehirn zusammenhängt. Unser Darm, wissen Sie ja, vielleicht hat sein eigenes Nervensystem. Und dieses Nervensystem liegt direkt unter der Schleimhaut und steht direkt über den großen Vagusnerv mit unserem Gehirn in Verbindung. Und so kann der Darm Informationen ans Gehirn senden und das Gehirn an den Darm. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass die Leistung Ihres Gehirns und diese Gesundheit Ihres Gehirns direkt von Ihrer Nahrung und von Ihrer Verdauung abhängt und natürlich von Ihrem Mikrobiom hier unten. Und deswegen freuen wir uns, dass wir für Sie heute ein sehr schmackhaftes Rezept gezaubert haben. Und Giorgia wird uns sagen, worauf Sie sich freuen dürfen. Heute werden wir eine rote Linsendal machen mit Kokosreis, die einfachste Rezept, die ich kenne, und gewürzte Cashewnüsse. Ein Dal. Kannst du kurz erklären, was das ist, Giorgia? Ein Dal, es ist eine Spezialität indianer, indische Spezialität. Indisch, ayurvedisch, Ayurvedisch, oder? Genau. Mhm. Und es ist so wie ein Ragout mit Linsen. Also das auf Hülsenfrüchtebasis, ne? Ja, genau. Mhm. Es muss ein bisschen verkocht sein, mit verschiedenen Gewürze. Mhm. Und ja, das ist alles. Mhm. Wunderbar. Okay, wir beginnen mit dem Reis. Ich habe gesagt, es ist das einfachste Rezept. Wir nehmen einen kleinen Topf. Alles, was wir machen müssen, ist alle die Zutaten rein, also dazugeben. Mhm. Das heißt 240 Milliliter Kokosmilch. Das heißt, wir bekommen hier wirklich einen ganz, ganz cremigen Reis. 120 Milliliter Wasser oder Gemüsebrühe. Mhm. Wir haben jetzt Wasser genommen, ne? Ja. 180 Gramm. Ich muss die Flamme noch anmachen, genau. Mhm. 180 Gramm Reis. Ich habe Basmati-Reis benutzt. Genau. Basmati-Reis ist auch sehr bekömmlich. Und Reis ist ja sowieso im Ayurveda eigentlich etwas, was man immer isst, oder? Ja. Reis. Wird als Beilage serviert, weil es gut bekömmlich ist, überschüssige Hitze reduziert. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, kein Problem. Ein Esslöffel Olivenöl oder Jet. Genau. Das ist wahrscheinlich das, was man eher wählen würde. Aber ein bisschen Salz. Wir sind ja auch sehr offen, ayurvedische Standardrezepte zu transformieren in unsere Breitengrade quasi hier in unser Land, in die Schweiz, nach Europa, wo man einfach auch viel Olivenöl verwendet. Ja. Ne? Aber zu Hause dürfen Sie sehr gerne auch Kokosöl, Ghee, was auch immer verwenden. Und jetzt, wir müssen nur abdecken, kochen, zum Kochen bringen und wenn das kocht, einfach ausschalten, 10 Minuten stehen lassen. Ziehen lassen. Und nach 10 Minuten ist das Reis, der Reis bereit. Das heißt, es muss einmal aufkochen, ziehen lassen und fertig. Ausschalten, super. Ziehen lassen, fertig. Super. Und dann jetzt haben wir nicht so viel Zeit, aber dann werde ich euch zeigen, wie das aussieht. Wir haben ja auch schon mal eine Sendung über Lektine gemacht, liebe Zuschauer. Und weißer Reis wird gerade bei einer lektinfreien Ernährung sehr empfohlen, weil er eben nicht diese Stoffe hat, die diese schweren Verdauungsbeschwerden verursacht. Und das ist ja auch das Ziel im Ayurveda, dass man Dinge konsumiert, die leicht verdaulich sind. Und Reis ist so etwas ganz leicht Verdauliches.
Für das zweite Rezept, wir brauchen ungefähr 200 Gramm Karotten, 250 Gramm rote Linsen, zwei Zwiebeln oder zwei Jungzwiebeln. Sind das so Frühlingszwiebeln hier? Ja, Frühlingszwiebeln. Ein Esslöffel Currypulver, eine halbes Esslöffel Kurkuma-Pulver. Kurkuma hier, die schön gelbe Farbe. Ja, ein bisschen Cayenne-Pfeffer, nicht zu viel, weil sonst wird es zu scharf. Cayenne-Pfeffer bildet ja eigentlich die Basis vom Currypulver, ne? Ja. Genau. Und Currypulver ist ein Mix an Zutaten, an Gewürzen. Currypulver ist, kann man ja auch in verschiedenen Varianten haben. Mild, mittelscharf, scharf. So, aber Cayenne-Pfeffer ist wirklich, also da wird Ihnen warm, liebe Zuschauer. Ja. Ein bisschen, das heizt ein. Kümmel, schwarzer Kümmel habe ich. Schwarzer Kümmel. Also kann man auch eine normale Kümmel, Kreuzkümmel oder normales Kümmel benutzen. Aber ich wollte etwas anders Kümmel verwenden. Kümmel ist immer ganz wichtig im Ayurveda, gerade der Kreuzkümmel, weil er wirkt entblähend, verdauungsfördernd. Er macht alles bekömmlicher. Ja. Und ein bisschen Salz, Knoblauch habe ich schon gesagt, Ingwer, frisch, ein Hand Spinat, frischer Spinat, 400 Milliliter Kokosmilch und ein bisschen Gemüsebrühe. Wir müssen vielleicht den Zuschauern das sagen, das haben wir vergessen. Wir haben ja bereits eine Sendung für Sie gemacht mit einem ayurvedischen Frühstück, quasi der gesunde Start in den Tag zum Anregen Ihres Verdauungsfeuers. Und heute wollten wir für Sie ein Rezept zum Mittag machen. Ja, das dass ist Sie wahr. Vielleicht auch die Gelegenheit haben, sich dann Ihr ayurvedische Tage zu gestalten. Wenn Sie sagen, ich sehne mich mal nach einer Stoffwechselentlastung, gerade dann, wenn ich merke, oh, mein Kopf funktioniert nicht mehr so richtig, ich kann mir die Dinge nicht mehr so richtig merken, meine Gedanken sind nicht mehr klar, ich bin benommen, ich habe Kopfschmerzen. Ich kann nicht mehr richtig riechen. Ne? Das muss nicht immer nur der Virus sein. Das kann wirklich auch ein Hinweis sein, wenn man nicht mehr richtig riechen kann, dass da entscheidende Prozesse im Gehirn schon nicht mehr wirklich ordnungsgerecht ablaufen können. Und in einer nächsten Sendung werden wir auch noch zeigen, wie man ein Abendessen zubereiten kann, auf ayurvedische Art und Weise. Und jetzt legen wir los. Unsere Reis läuft. Kocht noch nicht. Beginnt aber gleich zu kochen. Ja. Hier haben wir ein bisschen Olivenöl mit einer gepressten Knoblauchzehe. Jetzt schneiden wir die Frühlingszwiebeln in dünne Scheibe. Zwiebel und Knoblauch sind auch, Zwiebel nicht so sehr, aber Knoblauch auch in der ayurvedischen Küche sehr präsent, weil sie sehr reinigend wirken, ne? Wir haben gerade durch den Knoblauch eine reinigende Wirkung auf das Blut, auf die Lymphe. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade wenn das Gehirn entgiften will, dann muss der Lymphabfluss gewährleistet sein. Das muss jetzt ganz leicht dünsten. Wir können auch die Temperatur ein bisschen weniger. Oh, ich weine. Die Frühlingszwiebeln waren ein bisschen scharf. Aber das ist ein gutes Zeichen, wenn es scharf ist, weil das heißt, dass all diese Schafstoffe nicht weggezüchtet worden sind. Also, aber in der Küche bietet es sich wahrscheinlich an, eine Brille zu tragen. Oh, das ist mir heute noch nicht passiert. Nicht weinen, liebe Georgia. Nein. Wie schneiden wir die Karotten in kleine Würfel? Genau, Brunoise, sagen wir Köche. Das wusste ich nicht, was Brunoise heißt. Das musste ich googeln in der Vorbereitung auf diese Sendung. Also Brunoise heißt in kleine Würfelchen. Genau. Sehr gut. Hast du mal hier, das brauche ich jetzt mal, um das wirklich, dass es auch nicht zu hoch erhitzt. Kannst du auch ein bisschen auf die Seite, beiseite stellen, wenn das zu heiß ist. Genau, der Reis, der kocht jetzt, den stelle ich jetzt wirklich mal zur Seite. Aufschalten. Genau. Und bei geschlossenem Deckel, oder? Genau, nicht anfassen. Muss er jetzt, genau.
Meine Zwiebeln sind jetzt wirklich glasig hier. Es muss keine Farbe nehmen, nur einfach ein bisschen andünsten. Ja. Okay, wunderbar. Dann geben wir die Karotten dazu. Ja. Was ich Ihnen in dieser Sendung einfach auch nochmal erklären möchte, liebe Zuschauer, ist, dass der Darm wirklich ganz, ganz eng mit Ihrem Gehirn assoziiert ist oder eben das Gehirn mit Ihrem Darm. Sie alle kennen ja vielleicht die Blut-Hirn-Schranke. Die Blut-Hirn-Schranke ist dafür da, dass das Gehirn gute Substanzenstoffe aufnehmen kann und all das, was es an Schlacken produziert, wieder abgeben kann. Und so schützt sich das Gehirn vor Eindringlingen, Toxinen. Denn ohne das Gehirn wäre der Mensch eigentlich, ja, Sie wissen das ja, was passiert bei Alzheimer, Demenzkranken. Diese Personen sind nicht wirklich lebensfähig. Und so eine Art Schranke gibt es auch im Darm. Da haben wir die Darm-Blut-Hirn-Schranke, die quasi um das Darm-Nervensystem sich bildet. Und die ist natürlich anders aufgebaut, weil die muss natürlich viel mehr Stoffe, viel mehr Nährstoffe passieren lassen. Und all die Farbstoffe, Konservierungsmittel, Parasiten können diese Pestizide, Glyphosat und natürlich auch das Gluten und das Kuhmilcheiweiß können diese Hirnschranke im Darm zerstören. Ich erzähle gleich weiter, aber du sagst kurz. Ja, ich habe die Linsen kurz schakuate. Blanchiert oder abgespült? Abgespült, ja. Und die kommen jetzt hinzu. Wir haben rote Linsen hier. Ja. Okay. Und jetzt reibe ich ein bisschen Ingwer. Und rote Linsen haben den Vorteil, dass sie nicht so lange kochen müssen, stimmt? Ja, genau, das ist wahr. Ja. Ja. Okay. Und was ich sagen wollte über Ingwer, wenn wir eine Bio-Qualität haben und wenn die Knolle jung sind, also das Haut dünn ist, kann man auch mit Schale reiben. Ja, das ist. Ingwer darf auch nicht fehlen in der ayurvedischen Küche und ist ganz, ganz stark entzündungshemmend. Und das ist nämlich das, ne, wenn all diese Schadstoffe und Fremdsubstanzen die Darm-Blut-Hirn-Schranke zerstören, dann kommt es zu chronischen Entzündungsprozessen. Und das zerstört diese Barriere und dann können ungehindert Fremdsubstanzen, unverdaute große Eiweißmoleküle, die Darmschleimhaut passieren, in den Blutkreislauf geraten und direkt auch zum Hirn. Und dort richten sie natürlich den gleichen Schaden an der Blut-Hirn-Schranke, wie auch im Darm. Und dann haben wir ein Problem, weil die Blut-Hirn-Schranke ist dann offen. Und wer leidet? Ihr Kopf. Jetzt können wir die Gewürze reintun. Cayennepfeffer, Kurkuma-Pulver. Wie lange sollte das jetzt alles ein bisschen anbraten? Leicht andünsten und dann mit den Flüssigkeiten ablöschen. Im Ayurveda oder in der indischen Küche ist es doch auch so, dass man die Gewürze quasi immer schon in der Andünstphase mit dazu gibt. Ja, das gibt mehr Geschmack. Aroma? Ja, mehr Aroma. Und das ist ja auch wichtig, ne? Weil der Geschmack wiederum stimuliert das Gehirn und die Verdauungsenzyme. Mit Gemüsebrühe ablöschen. Wir stellen ja hier in der Swiss Mountain Clinic unsere Gemüsebrühe immer selber hin. Ja. Und Kokosmilch. Wer krank ist, könnte ja auch Hühnerbrühe verwenden. Ne? Ja. Das wenn ist so Patienten sehr ausgemergelt sind, kraftlos. Oder Rindsbrühe. Das machen wir auch selber hier. Wunderbar. Ich glaube, das kann jetzt köcheln. Abdecken, ja. Und die junge Spinat geben wir am Ende. Ja. Sehr gut. Den Deckel. Sehr gut. Mache ich sehr gern. Danke. Und dann unsere dritte Rezept sind die gewürzten Cashewnüsse. Damit toppen wir das Gericht, oder? Ja. Okay. Oder einfach auf die Seite, wie, aber ich denke, in einem Speise
wir müssen immer eine knusprige Komponente haben. Das ist das hast du sehr für diesen quasi knackigen Biss oder das knackige Erlebnis im Mund. Ja, weil wir haben den Reis ist gut, also Basmati ist man gut gekocht. Dal ist sehr gekocht, das heißt, es ist alles sehr weich. Mhm. Deswegen brauchen wir etwas knackig, etwas knusprig. Wir haben ja alle Zähne und sind nicht zahnlos. Ja. Also hier. Und Nüsse sind ja auch im Ayurveda werden sie hier sehr viel verwendet, ja, liebe Zuschauer, als Basis zahlreicher Speisen. Hier haben wir Ghee oder geklärte Butter. Pass auf, sie ist ein bisschen warm. Mhm. Kein Problem. Und dazu können wir ein... Die Nüsse hast du jetzt schon geröstet? Ja. Das ist Paprikapulver. Paprikapulver, edelsüß, aber wir können auch eine geräucherte Paprikapulver verwenden. Mhm. Das ist auch sehr spezielles. Was noch? Und dann ein Esslöffel Honig. Es gibt einen schönen Löffel. Farbe. Ich gebe dir gleich. Ich glaube, das geht so. Ich tue es ja eh dann mischen. Das geht wunderbar. Honig wird auch viel im Ayurveda verwendet. Die ayurvedische Küche ist eigentlich eine, die mir auch sehr gefällt, weil man verwendet wirklich nur Natursubstanzen, Naturstoffe, Naturprodukte und achtet sehr auf die Hochwertigkeit der Zutaten. Sesam ist ein Alleskönner und wird immer verwendet, wirklich, wenn ein Aufbau nötig ist im Körper. Und eine gute Kalziumquelle auch. Entschuldigung. Hätte ich nichts gesagt. Frisch Rosmarin. Rosmarin von unserem Garten. Das ist gehackt. Mhm. Habe ich sehr gern. Viele Antioxidantien, entzündungshemmend, zellschützend und regt auch die Verdauungsleistung an. Oh, Rosmarin, so ein, zwei Rosmarinblätter oder Stängelchen vor dem Essen gekaut, regt die Verdauung an. Und ein bisschen Meersalz. Das wird eine richtige Paste jetzt, Georgia. Ja. Das soll so sein? Soll so sein, ja. Okay. Und das heißt, die Nüsse rösten wir vorher, genau, und geben dann in diese heiße Masse? Ja. Okay. Und wir mischen alles in eine durch den Honig. Schüssel. Das duftet jetzt hier richtig. Wir und haben das karamellisiert. Das auch karamellisiert, genau. Ich muss aufpassen, dass es nicht zu heiß ist, weil sonst wird es bitter. Also Sie sehen, ganz einfach vegan und trotzdem nahrhaft. Und wir meiden wirklich diese Dinge in dem Rezept, die Darmhirnschranke, Bluthirnschranke und auch die Bluthirnschranke zerstören. Das heißt Kuhmilch, das Casein, das Gluten, ne? Das steht an erster Stelle. Wir haben biologische Zutaten, hoffentlich pestizidfrei. Man weiß das ja leider nicht mehr in diesen Tagen. Aber da ist es wirklich ganz wichtig, dass Sie darauf achten. Auch Parasiten natürlich, Bakterien, Viren können die Blut-Hirn-Schranke, die Darm-Blut-Hirn-Schranke zerstören und dann wirklich verheerende Folgen haben. Okay. Okay, du arbeitest es ein. Ja, es ist noch ein bisschen warm, aber mit Handschuhe geht. Mhm. Siehst du, wie die... Come diventano lucidi? Ja, sie glänzen jetzt, sie natürlich glänzen aufgrund dieser fetthaltigen, ölhaltigen Masse, Paste. Und an deiner Seite liegt noch Koriander. Ja, für den Reis. Mhm. Eben, ich wollte euch jetzt zeigen, wie das... Ja, das ist der Reis. Ist. Hast du recht. Aber wir haben das schon richtig gut vorbereitet. Das wird wahrscheinlich noch ganz bisschen al dente sein. Mhm. Und aber ja, das wird so aussehen, wenn die ganze Flüssigkeit aufgesogen ist. Ja. Und jetzt können wir anrichten. Wunderbar. Und Koriander? Koriander, sehr liebe gut, ich, ja, weil Koriander hat einen wunderbaren Geschmack, wie ich finde. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Also es gibt viele, die mögen ihn auch überhaupt nicht.
Die stellen jeden Teller weg oder bringen ihn in die Küche zurück. Ja, das ist sobald Koriander drin ist. Und diese Schärfe, dieses Bittere wirkt ganz stark entgiftend. Gerade auch, Dr. Klinghardt sagt das immer, fürs Gehirn. Und Toxine spielen ja auch eine Rolle, wie ich Ihnen erklärt habe. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Koriander, wenn Sie haben, selbst anzubauen oder auch zu kaufen und regelmäßig in die Küche zu integrieren. Super. Sehr gut. Und es balanciert die ayurvedischen Rezepte und Gerichte auch so schön aus. Sie sehen die Farbenpracht, dieses goldene Gelb. Die Karotten vermengt mit den Linsen, eingekocht. Dal ist auch wirklich immer schön breiig. Ne? Also wirklich alles richtig zerkocht. Den Reis und die Nüsse obendrauf. Und wunderbar, Giorgia. Oder wir können das auch so machen. Ja, liebe Zuschauer, kann man kaum glauben. Aber mit diesem Gericht tun Sie Ihrem Darm und auch Ihrem Hirn viel Gutes, indem Sie all die Dinge meiden, die Darm und Hirn schädigen. Und noch als Tipp nebenbei, wenn Sie merken, oh, wie gesagt, irgendwie funktioniert mein Gehirn nicht mehr so gut, dann gibt es Laborparameter, die man untersuchen kann. Vielleicht nicht bei jedem Hausarzt, aber fragen Sie nach. Das ist die NSE, die neuronspezifische Enolase. Das ist das S100, was man untersuchen kann. Aber Sie können auch ganz einfach mal sich im Internet zum Beispiel GABA bestellen. Ja? GABA gibt es, das ist der hemmende Botenstoff im Gehirn. Und wenn der Sie abends sediert und müde und schläfrig macht, dann heißt das, dass Ihre Blut-Hirn-Schranke offen ist. Denn normalerweise kann dieses große Molekül, die Blut-Hirn-Schranke, nicht passieren. Und ein anderer Tipp ist, wie gesagt, gucken Sie mal, ob Sie noch gut riechen können. Ich kann gut riechen und schmecke jetzt, wie man hier in der Schweiz sagt, rieche diese wunderbaren Aromen, die du hier verarbeitet hast, von Kurkuma, Curry, Kardamom, die Kardamom haben wir heute nicht, Kümmel, Koriander, und es lädt einfach nur zum Verzehren ein. Ja. Vielen Dank, liebe Giorgia. Danke dir. Wir hoffen, Sie hatten Freude, liebe Zuschauer, und schalten Sie wieder ein. Tschüss. Tschüss.